Sehr klar. Da hat einmal ein Dorf gestanden. Der Vogel. Na, na. Wir werden uns mal nunter machen. Die Sache angucken. Ja, das ist eine schöne Stelle. Wir sind also in Obach. Von der Stelle aus haben wir runtergeguckt auf diesen schmalen Sträfen Biemsches Gebiet. Eine der ältesten Grenzen Europas, sollte man. Unsere Eisenbahne geht mittendurch, schon seit Ewigkeiten. Und da hat das Dorf gestanden. Vogau. Das ist die Straße Richtung Schlucken. Schluckenau oder Schlucknau, wie der Tscheche sagt. Und hier haben sie sogar aber schöne Gedenksteine für unser Dorf errichtet. Aber Grundmauern sind noch übrig. Und sozusagen in Granit gemeißelt die Katasterkarte von Vogau. Hier sind sie alle drauf, die Häuser. Hier steht, wer drinnen gewohnt hat, wo sie gestanden haben. Richtig auf welches Teil, da kann man nur staunen. Hier hat die Kirche gestanden. 1788 erbaut, 1960 gesprengt. Der Friedhof in Schuss gebracht. Und allweils gepflegt. Studenten der Kunstakademie Prag haben auf Betreiben der Stadt Schluckenau sogar den heiligen Nepomuk wiederhergestellt. Und da steht er wieder, wo er früher schon mal stand. Gleich daneben der Eisenbahnbrücke. Den Weg zur Märtyrersäule sparen wir uns heute. Da ist zugewuchert. Aber die können wir von Daubenheim aus gut erreichen. Es gibt Schilder, die erinnern noch an die Häuser, die hier gestanden haben. Das Wasserhäusel. 1911 ist es fertiggestellt worden. Eine der modernsten Wasserleitungen damals. Mit Hochbehälter, 6 Brunnen, ist alles noch erhalten. Bloß ein bisschen verwachsen. Ja, langes Haar. Ja. 45 mussten die meisten Einwohner raus aus Vogau. Dummerweise waren es Deutsche. Dass das ein Unrecht war, ist ja mittlerweile auch unbestritten. Naja. Lange ist es Haar. Interessant ist auch, wie die Sache damals vonstatten gegangen ist. In so einer Nacht- und Nebelaktion voller Gemeinheiten, Tücken und Rachegelüste. Ach, du grüne Neune. Pro Nase in Koffer. Wertsachen zurücklassen. Und fort mussten sie. Dachten, die könnten wieder zurück irgendwann, aber nicht war's. Die meisten haben sich in Obach klein nebenan niedergelassen. Da durften sie zugucken, wie ihre Häuser allmählich verfielen. Denn von den Tschechen wollte gar keiner hierher ziehen. Deshalb blieb das Dorf leer. In 60er Jahren wurden die Häuser dann abgefackelt von der tschechischen Armee und die Kirche gesprengt. Danach war Feierabend. Zum 100-jährigen Bestehen 2011 wurde das Wasserhäusel von deutschen Freunden von Vogau restauriert, vor einer Privatinitiative. Oh, ein gemütlicher Fahrradtour! Ach, du läufst am Rucksack mit. Ja. Gut, mach's gut. Mach's auch gut, ja. No. Wo war denn das wieder? Na, der Gottfried. Ah, ja. Der war ja damals an der Fuge selber dabei, als kleines Kind. Sorgt heute mit dafür, dass Fugau nicht vergessen wird. Hat einiges angekurbelt.
dass sich auch die Tschechen dafür interessieren. Ja, ja. Hat mir's gerade nochmal erzählt. Juni 45, abends um 10 Uhr, kam der Bürgermeister. Früh um 4 müssen sie raus sein aus dem Hause. Pro Person 15 Kilo Gebäck. War nur freiwillig kam, wurde mit Knüppeln zum Treffpunkt geprügelt. Die Schlüssel für die Häuser mussten sie übergehen. Leibesvisitation. Und zwar total. Marsch nach Schluckenau und von dort im offenen Viehwagen, wie es Vieh, nach Rasen. Oh Gott. Das lange Nacht- und Nebelaktion. Wer denkt sich nur sicke elenden Teifeleien aus? Irgendwelche Schreibtischstädter sitzen in welchen Sesseln auf gut bezahlten Posten. Zum Glück lahmen wir an einen Rechtsstaat. Da kann sickes Unrecht nimmi passieren. Richtig, das ist völlig ausgeschlossen. Ach ja, ich lese gerade mal, hier steht noch was über die georgische Familie aus Brna, die sie ausgewiesen haben. Ah ja, da hat mir ja schon mal was drüber erzählt. Bestens integriert, Vater arbeitet als Pfleger und plötzlich nach 9 Jahren mit fadenscheinigen Begründungen abgeschoben. Ja, ja, hier steht's nochmal. Nachts um 1 die Wohnung gestürmt, 20 Polizisten im Einsatz. Kinder geweckt angezogen, die Polizisten selber kotzt das an. Verbrecher, Mörder, Messerstecher, die lassen wir laufen, so eine Familie wird abgeschoben. Das sollt ihr nachher. Aktion war minutiös geplant. 11.50 Uhr nimmt sich der Nogen die Härtefallkommission des Härtefalls an. Bedeutet eigentlich Abschiebestopp. Aber 11.59 Uhr startet das Flugzeug. Ich weiß nicht. Kennen die Verantwortlichen nach so einer teuflischen Nacht- und Nebelaktion überhaupt ruhig schlafen? Das seien Leute, die können nach so einer Aktion besonders gut schlafen. Da fühlen die sich wie die Helden. Die haben die rechtsstaatliche Ordnung, die Gesetze durchgesetzt. Ja, wer macht denn sowas bloß? Schreibtischstädter sitzen in welchen Sesseln auf gut bezahlten Posten. Die Ausländerbehörde des Landratsamtes und der oberste Chef, der Herr Innenminister Wöller. Ach ja, gelernter Bankkaufmann. Seit 1999 Berufspolitiker. Trägt einen Doktortitel, so wie viele Politiker. Und leistete sich standesgemäß die entsprechende Plagiatsaffäre, wie viele Politiker. Hatte wohl vor einer Magisterarbeit vor einem Studenten abgeschrieben. Naja, am Ende durfte er seinen Doktor doch behalten. Aber sein Doktorvater, der nannte ihn allerdings einen Studenten mit Sprengsätzen in den Ellenbogen. In Scharlatan. Schikane und Willkür, wie damals. Ich will das ja jetzt gar übergleichen, aber man sollte mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wir sollten unseren Zuschauern vielleicht mal auch wieder was Heiteres gönnen. Das Lahm ist ernst genug. Na gut, da erzählen wir halt mal wieder ein schienes Märchen. Das wäre eine gute Idee. Am Wochenende, am Sonnabend, da könnten wir's machen. Oh ja. Das wird eine feine Sache.